Depot-Update, wie läuft jetzt eigentlich das Freedom-Dividenden-Depot? Das möchte ich mit dir heute gemeinsam anschauen, weil das letzte Update gab es vor 2 Wochen. Dort habe ich schon Berichte gehabt, dass es gar nicht so rund läuft. Seitdem gab es wieder einen Aktienkauf, den möchte ich dir auch ganz kurz vorstellen dürfen, und schau das Video gerne bis zum Schluss an. Das freut mich am meisten, und wenn du neu bist auf dem Kanal, gerne mal den Kanal abonnieren. Unter meinem letzten Video bin ich dann ganz freundlich darauf hingewiesen worden. Leider habe ich den Kommentar jetzt nicht gefunden. So, yo, Holly, du zeigst jetzt gar nicht das echte Depot, du hast jetzt ja nur Portfolio-Performance gezeigt. Stimmen die Zahlen überhaupt? Also hast du wirklich schon in so einer kurzen Zeit so viel Geld investiert und sonstiges? Also manche Leute können sich das dementsprechend nicht vorstellen. Deswegen hier ganz kurz der Blick ins Freedom Dividend Depot rein. Dort sind die ganzen Aktien drinnen, die ich zuletzt gekauft habe. Und da ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Mit dem Link unten drinnen in der Videobeschreibung bekommst du in diesem Monat noch bis zu 20 gratis Aktien. Check das gerne ab und werde wie ich Kunde bei Freedom24, absolut genialer Broker an dieser Stelle. Dann schauen wir uns das Ganze einfach im Portfolio Performance an, weil es hier einfach etwas schöner aufgearbeitet ist. Ich möchte hier jetzt direkt mal auf meine zwei kleinen Sorgenkinder eingehen. Einmal ist es die Walgreens Boots. Da bin ich auf jeden Fall kurz davor, dass ich die Aktie verkaufe. Jetzt war es gestern tatsächlich so, dass sie die Aktie nochmal gut erholt hat. Ich schaue mir das jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen an. Wenn das jetzt aber in den nächsten Tagen und Wochen nicht besser wird, werde ich hier einen Verkauf tätigen und dementsprechend auf jeden Fall auch Verluste mitnehmen. Eventuell würde ich sogar dieses Geld in CVS Healthcares umparken, weil CVS Healthcares definitiv in der Branche das bessere Unternehmen ist, weniger Probleme hat und auch aktuell vom Kurs Verhältnis, also so Preis-Leistungs-Verhältnis auf einem wirklich extrem spannenden Level ist. Starbucks ist auch nochmal zurückgekommen. Das freut mich natürlich sehr, weil ich im privaten Depot hier noch nicht drinnen bin und möchte hier auf jeden Fall etwas größer einsteigen. Und beim Bitgold ist es so, die haben ja eine ihrer wichtigsten Minen in Mali. Und in Mali gibt es aktuell wieder Stress mit der Regierung. Die wollen quasi die Firmen enteignen. Das sieht man auch bei Barrick Gold. Die haben dort auch genauso die Probleme. Und da müssen wir einfach jetzt mal schauen, wie sich das Ganze aber weiterentwickelt. Ja, sonst, was gibt es Interessantes zu berichten? Die Nike-Aktie hat sich wirklich sehr gut erholt. Das schauen wir uns auch gleich im Chart nochmal an. Bei JM Smucker muss ich ein bisschen lachen. Die sind extrem gut gelaufen, wenn du eben schon dementsprechend länger dabei bist. Das sehen wir auch gleich im Chart. Die sind schon fast bei plus 20% gestanden und jetzt stehen wir wieder bei plus minus 0. Realty Income ist neu im Depot drinnen. Dann haben wir die Hormel Foods mit dabei, die ist auch sehr gut gelaufen. Bristol Myers ist schon wieder krass zurückgekommen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal die Wertpapiere etwas genauer an. Ich würde sagen, wir starten hier rein. Walgreens, absoluter Flop. Wie gesagt, B2Gold auch schon richtig schön Richtung 200-Tage-Linie gegangen und dann eben diese Hiobs-Botschaft in Anführungszeichen Strichen nicht so schön. Und bei Bristol Myers ist auch wieder so, die Aktie ist gut zurückgekommen, aber ich gehe weiterhin hier davon aus, dass das eine schöne Bodenbildungsphase ist. Das dauert halt alles seine Zeit und in dieser Zeit werden wir natürlich mit den Dividenden belohnt für unsere Geduld. Und Realty Income ist ja auch neu im Depot drinnen, habe ich auch in meinem privaten Depot reingekauft. Dort habe ich zum Glück ein paar bessere Preise bekommen, also 3% günstiger kaufen können. Der Einstandskurs war dort bei 47 Euro, hier im Freedom Dividenden Depot bei 48,50 €. CVS Healthcare, wie gesagt, ist ja auch stark zurückgekommen. Es lag einfach an der Tatsache, dass die US-Regierung nur die angestrebten Gelder zur Verfügung stellen für Medikamentenkauf und Co. für die Rentner. Und da ist man eigentlich davon ausgegangen, dass die mehr Geld ausgeben. Bei Nike ist es eine ganz spannende Situation und das muss ich halt echt noch ein bisschen besser lernen. Und zwar ist es hier immer wie so ein kleines Gummiband. Erst wird es komplett abverkauft und dann kommt der Aktienchart zurück. Und hier sieht man es auch. Und wer weiß, vielleicht ist es hier genau die gleiche Situation, dass man sogar vielleicht bis 100 Euro laufen könnten. Wie gesagt, da ist meine Theorie eigentlich dahinter, dass wir in den nächsten 10 Jahren ein neues All-Time-High sehen. Bei meinem Einkaufskurs wäre das eine Verdopplung, sprich 100%, und da bin ich gespannt, ob ich mit meiner Annahme richtig legen werde. JM Smucker habe ich auch schon erwähnt, wir haben die wahnsinnig günstig kaufen können, waren hier schon deutlich im Plus und sind hier jetzt wieder schön zurückgelaufen. Ich schaue mir das heute auf der Taxifahrt nochmal etwas genauer an, also ich schaue mir JM Smucker auf jeden Fall genauer an. Und ich schaue mir auf jeden Fall auch Bristol Myers nochmal etwas genauer an. Das sind nämlich 2 Unternehmen. Da könnte man durchaus im privaten Depot vorstellen, einen Nachkauf zu tätigen. Correct Dr. Pepper, da wären wir auch wieder bei diesem Gummiband.
sind ja auch stark verprügelt worden, muss man sagen, zum Teil natürlich auch immer berechtigt, aber teilweise sind dann die Abverkäufe etwas zu stark und der Markt, ich meine, das sind hier über 10% Kurs plus dann hochgegangen. Das ist schon richtig, richtig stark. Und deswegen schaue ich mir dann auch Keurig Dr. Pepper heute nochmal etwas genauer an. 3M. Natürlich, ich habe die noch vor dem Spin-off verkauft. Möchte die auch aktuell gar nicht anfassen oder sonstiges. Habe sie auch in meinem privaten Depot verkauft. Und schaue mir das einfach nur noch von der Seitenlinie aus an. Und General Mills. Ja, stark auf jeden Fall. Also da. Das freut mich extremst und da muss man auch sagen, die Nahrungsmittelbranche oder generell Konsumgüter aktuell haben die ja etwas schwerer, aber die sind ja dafür schon vorherein abgestraft worden. Die Aussichten sind ja jetzt relativ niedrig und die könnten das jetzt ja relativ positiv überraschen. Sieht auf jeden Fall richtig stark aus bei General Mills, dass die hier wirklich einen schönen Turnaround schaffen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und gerne einfach mit mir diese Reise gemeinsam gehen, einfach ein Follow da lassen. Weil ich glaube, das wird echt noch richtig spannend. Warum wird das spannend? Weil ich natürlich heute noch mal etwas Geld zu Freedom überwiesen habe, sodass wir in den nächsten Tagen und Wochen noch mal 2 Aktien nachkaufen können oder Neukäufe tätigen können. Das wird auf jeden Fall mega, mega spannend und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, weil das Format bei euch natürlich auch extrem gut ankommt und das ist mir immer wichtig, dir zu zeigen, so hey, schau mal her, ich mache das so, ich mache natürlich hier auch, sieht man, den ein oder anderen Fehler, da muss man daraus lernen. Und wie sieht es denn jetzt mit den Dividenden aus? Im April gab es bisher nur eine Zahlung, das ist von Keurig Dr. Pepper, 6 Euro, da wird auch nicht mehr recht viel dazukommen. Im nächsten Monat erwarten wir Zahlungen von Starbucks, General Mills, CVS Health, Bristol Myers und dann kommt noch die Keurig Dr. Pepper mit dazu. Und von der Performance sieht es aktuell aus, minus 3,8% im Monat April, ist natürlich jetzt nicht ideal. Braucht man gar nicht drum rumreden, in diesem Jahr plus 1% und da bin ich aber guter Dinge, dass wir so nach und nach auf jeden Fall noch den ein oder anderen interessanten Aktienkauf tätigen werden gemeinsam. Und man darf es ja nicht vergessen, die Aktien, die sind ja jetzt alle noch nicht lange im Depot drinnen. Wir sehen hier die Buchungen, der letzte Aktienkauf, der war Realty Income am 11.04. Davor haben wir am 1.04. die Nike-Aktie gekauft, dann gab es hier zum 31.03. den Verkauf von 3M. Davor am 26.02., also ihr seht es, ich handle nicht jedes Monat oder stetig, sondern ich kaufe halt dann oder versuche Aktien dann zu kaufen, wenn sie günstig sind. Und dann gab es im Februar der Kauf Keurig Dr. Pepper, Hormel Foods ist gekauft worden, Starbucks ist gekauft worden, 26.01. die 3M, aber die ist ja wie gesagt 2 Monate später danach rausgeflogen. Einmal hat es Dividende gegeben plus Kurs plus insgesamt über 10% in so einem kurzen Zeitraum. Das ist ja auch ideal, das darf man nicht unterschätzen. Die Walgreens, ja, den Kauf hätte man sparen können, muss ich zum Nachhinein sagen. Aber die war damals eigentlich relativ günstig bewertet, ist ja natürlich nach wie vor. Aber wie gesagt, da sind natürlich auch viele Probleme vorhanden. B2Gold, da habe ich das Ganze komplett falsch eingeschätzt, aber ich bin da echt zuversichtlich gestimmt. General Mills hätte man so im Nachhinein natürlich den ein oder anderen Stücke mehr im Depot drinnen, vor allem jetzt, wo sie gut laufen. Bristol Myers, wie gesagt, das lese ich mir heute auch nochmal durch. Bin gespannt, was dabei rauskommt und werde dann auf jeden Fall nochmal ein Update-Video dazu machen zu den Aktien. Falls ich irgendwas Interessantes gefunden habe, jetzt würde es mich interessieren, wie läuft es bei dir im Dividendendepot? Vermutlich auch nicht ideal, aber diese Phasen sind ja wichtig, weil wir genau in diesem Moment richtig spannende Unternehmen zu vernünftigen oder sogar günstigen Preisen kaufen können.